lassen Sie nur meine Tante. Schauen Sie, da liegt sie am Strand. Sie hat im Leben noch nie ein solches Leben gehabt. Nur warum soll sie nicht spielen im Sand? Lassen Sie nur meine Tante. Ich weiß ja, es sieht nicht schön aus, dass sie die anderen Gäste mit Steinen bewirft, aber ich nehme sie bestimmt gleich ins Haus. Sie hat eine Nichte, die lebt in Australien, und einen Neffen, das ist ein Pilot, und einen Bruder in Nordrhein-Westfalen, aber sie glaubt, die sind schon tot. Lassen Sie nur meine Tante, sie würde nicht beißen, den Hund. Und außerdem glauben Sie mir, dass sie verrückt ist, die Frau, nur das hat einen tieferen Grund. Lassen Sie nur meine Tante, schauen Sie, wie friedlich sie ruht und wie sie lächelt im Schlaf, denn wenn sie schläft, glaubt sie noch, ihr Leben wird eines Tages noch gut. Jetzt sind es fast 20 Jahre, da wurde sie plötzlich so krank. Natürlich weiß man warum und sogar sie würden's verstehen, aber ich glaub, die Geschichte ist zu lang. Sie hat eine Tochter in Borbeck bei Essen und einen Sohn irgendwo knapp daneben und eine Schwester in Marburg in Hessen, aber sie glaubt, die sind am Leben. Lassen Sie nur meine Tante, ich nehm sie dann mit mir hinein. Im Grunde nenn ich sie nur meine Tante, sie ist in Wirklichkeit gar keine Verwandte und könnte ebenso gut ihre eigene Tante sein.